Ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu Jurassic Park. Ich muss das Gespräch wiederholen, beziehungsweise ich glaube, es ist jetzt einfach doch zu Ende gegangen, weil ich aus dem Spiel gegangen bin und... Hey, jetzt können wir ihn hier voll angucken. Oh, einfach mal ins Handschuhfach fassen. Okay, ich dachte schon jetzt schön in sein Lenkrad reinfassen. Was haben wir da vorne? Ach, da kann sie rausgucken. Ja, okay. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Ich muss hier mein Bild gerade mal ein bisschen verstellen, sonst sehe ich nichts. So, ja. Kannst du die nochmal anquatschen? Lass uns reden. Ach so, können wir jetzt nochmal das Gespräch machen? Kann das sein? Lass uns reden. Vielleicht kommt dasselbe nochmal. Hör zu, Jess. Ja, ich glaube schon. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Es ist noch nicht vorbei, das Gespräch. Jess, es wiederholt sich nur. Deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Ah, genau da waren wir. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Und da waren wir zuletzt. Warum hast du es getan? Sie macht sich Sorgen. Ich weiß, dass es schwer ist. Sie übertreibt. Warum hast du es getan? Frage ich mal. Schatz, ich weiß, Westlake ist langweilig. In Dallas ist viel mehr los. Aber warum musst du immer klauen, um Spaß zu haben? Ich weiß, ich bin eine Niete. Liebling, nein, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Verdammt! Das ging aber schnell jetzt. Oh mein Gott, ist sie tot? Nein, nein, sie lebt. Sie atmet. Oh Gott. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Hallo, hören Sie mich? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oh. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Ist das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. Wieso fährt er nicht einfach und sie kümmert sich um sie? In Ordnung. Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Ja, okay. Na toll, das wird nix. Toll. Hebt sie hoch. Haben wir sie schlimm erwischt? Schlimm genug, aber das hier waren wir nicht. Das ist etwas anderes. Ich prüfe ihre Vitalfunktion. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. Okay. Was ist das? Was? Sieht aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keiner der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Okay. Gucken Sie mal an. Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Nunca nos podrán sacar de aquí. Mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose? Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Oh, die Arme. Ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. Ça va? Alles okay da vorne? Geht's dir gut? Ja. Wird sie es schaffen? Ja, aber es hat sie ziemlich erwischt. Und das hätte sie nicht machen können, oder was? Hier, nimm das First Aid Kit. Das könnte jetzt wehtun. Ja. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Kommen Sie schon, ich muss die Wunde reinigen. Du kriegst das jetzt. Nimm es. Weiß sie nicht, dass du ihr helfen willst? Kommen Sie schon, ich muss die Wunde reinigen. Vielleicht muss sie mit ihr reden oder so. Schon okay. Du solltest etwas langsamer fahren, Schatz. Entschuldigung. Okay. Hey, hören Sie mir zu.
Lassen Sie mich Ihnen helfen. Nein, nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Medico? Sie, Medico. Ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Und jetzt, komm, hilf ihr. Nun, das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben, aber... Es ist okay. Sie erleidet einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Schau auf die Straße. Oh, oh. Nein. Aber vielleicht war es gut, dass wir langsamer gefahren sind. Hab sie. Hab alles. Ja. Ich halte gedrückt. Wow, die Nadel ist riesig. Achte du nur auf die Straße. Was wir hier alles machen müssen. Okay. Zusammenstoß abgeschlossen. Das sollte sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde sie bandagieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Sag Mom, ich bin bereit für die Fahrschule, in Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen. Ja, nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, wie alt die ist, aber sie kann ja schon ganz gut Auto fahren. Wie geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an? Da freut sie sich bestimmt. Ja. Sie ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Wir haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, Dad, sobald... Du ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Was macht sie hier draußen? Die reagiert ja auch irgendwie gar nicht auf die Scheinwerfer vom Auto. Müsst du nicht selbst dieses ruhige Tier dann einmal aufhorchen und denken, hallo? Ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Ja, wie das denn? Mal eben eine Leine drum und komm. Einen Moment, warte hier. Ja, das ist so cool. Die Zäune sind inaktiv. Merkt ihr es vielleicht? Ruhig, Mädchen. Musa, Kali, Musa. Hm? Schmeckt dir das etwa? Oh Gott, was hat er denn jetzt vor? Tagebuchfreischaltung. Komm schon, Mädchen. Beweg dich. Ja, aber mal hinten drücken, ne? Nein. Brauchst du Hilfe dabei? Nein, aber ich bräuchte eine bessere Idee. Ich arbeite daran. Okay. Okay. Na, wie bist du hier rausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Mhm. Vielleicht einfach mal das Pflanzenzeug nehmen und weglocken. Das wird sie nicht toll finden. Na los, Mädchen, geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. Mhm. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei diesem Spiel. Wie schon lange in keinem Spiel mehr. Kannst du... Ach, das kannst du dir auch angucken. Immerhin sind wir noch auf dem richtigen Weg. Okay. Geh mal zum Tor. Was ist denn mit dem Tor? Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können, aber solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung, oder? Mhm. Sie ist niedlich, hm? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Stimmt's, Bakita? Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Neue Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Die steigt einfach aus und... Statt vielleicht mal zu fragen, okay, ich muss dich darf hier ich rauskommen? Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Mhm. Oh, was ist jetzt hier? Wir können hier uns was angucken. Ja, dann gehen wir da mal hin.
Wir können uns das Tagebuch auch noch angucken. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal in einem ruhigen Moment. Das habe ich im Menü erst entdeckt. Außer dem Türhebel nur Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Na, sicher nicht für den Schnee. Oh, bäh. Mhm. Gerätelager. Hey, Jesse, erinnerst du dich an den Film? Wie hieß er bloß? Der mit den Riesenspinnen. Ist das einer von deinen alten Filmen? Wenn ja, kenne ich ihn nicht. Der, in dem sich die Familie im Werkzeugschuppen versteckt. Wir haben ihn doch zu Halloween gesehen. Ja, quatsch doch ein bisschen weiter über Filme. Sicher hatte ich einen Zuckerschock. Mhm. Wie geht's unserer Patientin? Weiß nicht. Okay, schätze ich. Wie ist ihre Atmung? Los ojos. Me siguen. Sie schnarcht irgendwie auf Spanisch. Okay, dann bleib mal hier. Können wir hier was eingeben? Im Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Na toll. Wahrscheinlich kriegst du es nicht auf. Zugangscodes. Jesse, sieh im Handschuhfach nach. Dort sollte ein Handbuch mit Zugangscodes für das Lager sein. Okay, Sekunde. Ja, dann guck mal bitte danach. Nee, du sollst da reingucken. Kannst du das irgendwie so... ne? Hast du die Codes? Genau. Ist das in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode für das Triceratops-Gerätelager. Ah, okay. Kein Problem, Daddy. 1, 5, 6, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. 1, 5, 6, 3, 3, 7. Okay. Dann wollen wir mal... Ach, das macht er schon selber. Jetzt habe ich mir extra gemerkt. Dann geh mal rein. Wehe, da drinnen sind jetzt Dinos. Aber ich glaube eher nicht. Oh Gott, jetzt sollen wir hier irgendwas entsperren. Das so eine gute Idee ist. Ja, klappt das wieder mal mit meinem rechten Stick nicht so? Würde mich nicht wundern. Hat ja mit der Tür das letzte Mal auch nicht so toll geklappt. Ja, es klappt immer nicht so gut. Jetzt noch Bakita von ihrem Snack. Mein rechter Stick funktioniert zwar, aber irgendwie in dem Spiel hackt es immer so ein bisschen. Das muss ich echt mehrere Male machen, damit es geht. Also, ja. Dad, ist dir aufgefallen, dass ein riesiger Dinosaurier im Weg steht? Ich habe immer gesagt, dass du Köpfchen hast. Sieh mal nach, ob im Auto etwas ist, um sie zu bewegen. Okay. Aber was ist da? In deinem Gehege ist genug Futter, Mädchen. Da gehörst du hin. Können wir eigentlich noch irgendwas mit ihr machen? Nö, ne? Können wir sie jetzt irgendwie vielleicht schubsen? Ich gebe auf. Nö, ne? Okay. Und nochmal das Futter wegnehmen? Auch nicht, oder? Das will sie ja nicht abgeben. Ist ja auch logisch. Wie kriegen wir dich bloß davon weg? Gut, dann soll sie mal in ihrem Auto nachgucken. Oder eher in deren Auto. Hallo? Guck mal nach, bitte. Soll sie das machen? Oder soll er das machen? Ach so. Mhm. Aha. Vielleicht mal hupen, genau. Oh. Nochmal? Ah, okay. Gut, du hast sie von dem Zweig weggelockt. Yeah, jetzt ist sie voll stolz und so. Gut, dann möchte ich, dass wir wieder ihn hier spielen. Nee, da sollst du gar nicht wieder hingehen. Oder doch? Kann man da jetzt nochmal hingehen? War hier noch irgendwas? Nein. Wie geht's ihr? Keine Veränderung. Alles okay, oder? Ja, alles bestens hier mit ihr. Super. Geh mal wieder zum Triceratops und dann nimm mal das Futter weg jetzt. Können wir sie endlich weglocken. Genau.
Nom nom. Lecker, lecker. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Jetzt kann ich das Tor schließen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Gleich haben wir es. Hey, hey. Nein, ich gehe wieder rein. Tschüss. Ich bin dabei. Verscheucht. Oh Gott. Ist die groß. Oh nein, das Alpha-Tier. Tschüss. Hör auf zu hupen. Oh nein! Schnell! Oh Gott! Mein Gott! Nein! Ruhig, sehr ruhig, sehr ruhig! Das macht mich jetzt schon fertig. Das war so klar. Das war so klar. Oh, halt die Klappe, Mädchen. Es geht ins Auto zurück. Nein. Verdammt!
Oh Gott. Und ich dachte, ich schaff's noch. Oh Gott. Nein, er ist jetzt nicht gestorben. Nein. Ich kann das doch ändern, oder? Ja, ich kann es ändern. Die Wetterlage wird in Sicherheit, aber... Okay. Oh Gott. Muss ich das nochmal machen? Ich will nicht. Ich will nicht. Bitte, bitte, ich will es schaffen. Ja! Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Ja. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was ist mit dir? Tja. Zwei Arme. Zwei Arme. Ja. Ah, witzig. Ja. Es zerfetzt ja nur meine Nerven, dieses Spiel. Ah. Oh mein Gott. Tja, damit sollte sie es über die Nacht schaffen. Den Rest davon. Morgen bekommt sie eine richtige Behandlung. Leute, das war ein sehr, sehr spannender Part. Oh, sehr aufregend, auch wenn ich es hier und da verkacke. Macht es sehr viel Spaß, es ist sehr spannend jetzt geworden mittlerweile. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch schaltet wieder ein bei Jurassic Park. Bis dann!